Einen schönen guten Morgen, verehrte Damen und Herren. Theresin, nordwestlich von Prag in der Tschechischen Republik, ist ein Ort, dessen Melancholie sich hinter der Architektur einer barocken Idealstadt verbirgt. Der Ort wurde zur Metapher für den Verrat der Deutschen an den Juden, für Illusionen und vergebliche Hoffnung, für Täuschung und Vernichtung. Die Wahrnehmung ist bis heute widersprüchlich. Manche beharren darauf, es sei ein KZ gewesen, andere glauben, hier hätten Privilegierte bei kulturellen Aktivitäten den Holocaust unter verhältnismäßig komfortablen Bedingungen überlebt. Das ist sicherlich der größte Irrtum, den man im Zusammenhang mit Theresienstadt haben kann. Einzigartig war das Ghetto Theresienstadt jenseits seiner Mythen auf jeden Fall. Die nordböhmische Garnison, die Kaiser Josef II. Seiner Mutter zu Ehren Theresienstadt nannte, wurde 1780 als spätbarocke Bastionärsfestung erbaut. Österreich-Ungarn wollte sich durch das Bauwerk einen Höhepunkt der Festungsarchitektur gegen Einfälle aus dem Westen schützen. Als es 1866 ernst wurde, marschierten die Preußen jedoch einfach an Theresienstadt vorbei und schlugen die Österreicher bei Königgrätz. Die Festung diente mit ihren Kasernen bis 1918 als K&K Militärstadt, beherbergte dann bis 1939 tschechische Soldaten und wurde nach 1945 wieder Garnison der Tschechoslowakischen Republik. Die Jahre 1939 bis 1945 sind die düstersten der Geschichte des Städtchens. In der sogenannten kleinen Festung, einem der beiden Komplexe der Anlage, richtete die Gestapo Prag 1940 ein Lager mit der Bezeichnung Polizeigefängnis ein. Die benachbarte große Festung diente seit November 1941 als Sammellager für die tschechischen Juden. Am 19. Januar 1942 besuchte Adolf Eichmann, der Judenreferent im Reichssicherheitshauptamt, Theresienstadt. Als Ergebnis des Ortstermins verkündete Reinhard Heydrich am 20. Januar 1942 den NS-Funktionären in der Wannsee-Konferenz, dass im Zuge der sogenannten Endlösung in Theresienstadt ein Ghetto eingerichtet würde für prominente deutsche Juden, für alte und insbesondere für deutsch-jüdische Teilnehmer des Ersten Weltkriegs. Das klang nach der Privilegierung einer Personengruppe, die das irrtümlich wohl selbst so auffasste. Erst bei der Ankunft ab Sommer 1942 erkannten die jüdischen Honoratioren aus Deutschland, dass ihre Kriegsauszeichnungen und sonstigen Dekorationen nicht das Blech wert waren, aus dem sie gestanzt wurden. Die deutsch-jüdischen Patrioten glaubten an die Fürsorglichkeit des Deutschen Reiches, das ihnen in perfiden Heimeinkaufsverträgen Kost und Logis sowie medizinische Betreuung in einer Art Altenkolonie versprach, sie aber in Wirklichkeit nur ihres Vermögens beraubte, um sie im Ghetto zugrunde gehen zu lassen oder von dort aus weiter nach Auschwitz in die Gaskammern zu deportieren.
das Elend der Unterkünfte, die entsetzlichen sanitären Umstände, Hunger, Krankheit und Verzweiflung rafften viele gleich dahin. Die anderen fürchteten den Transport nach Osten, bangten um Angehörige, hofften auf das eigene Überleben im Elend. Um Platz zu schaffen für die Juden aus Deutschland und Österreich, war im Juni 1942 die tschechische Zivilbevölkerung des Städtchens evakuiert worden. Und auch die Juden aus Böhmen und Mähren, die seit November 1941 die Strukturen des Ghettos aufgebaut hatten, waren durch diese Deportationen dezimiert worden. Oberste Befehlsgewalt in Theresienstadt hatte der Kommandant. Er unterstand der Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Prag, einer Dienststelle der SS. Und er war selbstverständlich selbst SS-Offizier. Die Festungsarchitektur machte Stacheldraht und Wachtürme überflüssig. Die äußere Bewachung oblag tschechischen Gendarmen im Auftrag der SS. Für die inneren Angelegenheiten war der absoluten Willkür des SS-Befehlshabers unterworfen der Judenrat mit einem Judenältesten an der Spitze. Die Bürokratie der jüdischen Selbstverwaltung hat nicht nur die in Theresienstadt inhaftierten Juden irritiert. Sie wähnten die Funktionäre des Judenrats privilegiert, hielten sie für ihre eigentlichen Peiniger und nahmen nicht wahr, dass sie einschließlich des Judenältesten, den die Deutschen nach Belieben malträtierten, absetzten, ermordeten, in Wirklichkeit keine Vorrechte genossen. Der Chronist des Ghettos, H.G. Adler, hat in seinem 1955 erschienenen monumentalen Werk den Judenrat so negativ gezeichnet, dass damit die Erinnerung nachhaltig verzerrt wurde. Denn Adler nahm die Autorität des unbestechlichen Sozialwissenschaftlers in Anspruch und gleichzeitig den Nimbus des Zeugen. Mythen über Theresienstadt entstanden früh. Im Sommer 1943 war im Aufbau der deutsch-jüdischen Zeitung in New York zu lesen: Zum Unterschied von den Ghettos in Polen, in denen der Tod eine traurige Ernte säte, besonders unter den Alten und Älteren, leben in Theresienstadt viele alte Juden, die durch genügend Lebensmittel und medizinische Hilfe am Leben erhalten werden. Zitat Ende. Ich werde am Ende meines Referats mit einem Überlebensbericht die tatsächlichen Lebensverhältnisse schildern. Aber auch die Enzyklopädie des Holocaust, im Auftrag von Yad Vashem, von namhaften Gelehrten herausgegeben, faselt, dass nach der Ausquartierung der nichtjüdischen Bevölkerung ab Juli 1942 wörtlich das von Ghettomauern eingeschlossene Theresienstadt in mancher Hinsicht den Charakter einer freien Stadt angenommen habe. Zitat Ende. Und törichte Urteile Ahnungsloser finden sich reichlich auch in der Theresienstadt-Belletristik. Ein anderes Bild der illusionären Wahrnehmung des Ghettos Theresienstadt sind die Kinderzeichnungen. Sie sind die wohl anrührendsten Zeugnisse der Verfolgung von mehr als 10.000 Kindern, die als Häftlinge in Theresienstadt lebten. 3/4 der jungen Menschen unter 15 Jahren haben nicht überlebt. Die meisten wurden nach ihrer zweiten Deportation in Auschwitz ermordet. Hinterlassen haben sie Texte und Zeichnungen, die in aller Welt bekannt sind. Man kann sich der emotionalen Kraft dieser Bilder nicht entziehen.
In ihrer kindlichen Ästhetik vermitteln sie aber ein falsches Bild von der Wirklichkeit Theresienstadts. Man muss die Bilder jedoch entschlüsseln, um dem Eindruck der Idylle nicht zu erliegen. Und zur Realität Theresienstadts gehören auch die 1260 polnischen Waisen, deren Eltern im Ghetto Białystok ermordet wurden. Nach einigen Wochen Isolationshaft, amtlich Quarantäne in Theresienstadt, sind sie am 5. Oktober 1943 in die Gaskammern von Auschwitz transportiert und dort ermordet worden. Am wirkungsmächtigsten ist das Bild vom kulturellen Schaffen in Theresienstadt. Literaten und Musiker, Maler und Theaterleute, die nach Theresienstadt deportiert wurden, haben dort komponiert und geschrieben, gezeichnet und gesungen. Kunstwerke von Rang sind in diesem Ghetto entstanden, aber sie wurden der Situation abgetrotzt und die meisten Künstler sind ermordet worden. Sie konnten ihr Leben durch ihr künstlerisches Schaffen nicht kaufen. Und sie beeindruckten die nationalsozialistischen Herren des Ghettos nicht. Denen war die Kunst egal. Nicht ganz egal war ihnen die Wirkung in der Welt. Deshalb stimmten sie auch widerwillig der legendären Inspektion durch eine Delegation des Roten Kreuzes zu. Dazu wurden in der sogenannten Verschönerungsaktion das Ghetto in ein Potjomkinsches Dorf verwandelt und der Besuch selbst war als elendes Schmierentheater inszeniert. Der Judenälteste musste den Bürgermeister geben, mit einer Amtskette angetan, Kinder umjauchzten den SS-Kommandanten, nannten ihn Onkel Rahm, beklagten sich darüber, dass sie so viele Süßigkeiten und andere Köstlichkeiten zum Essen bekommen würden. Gut gekleidete Flaneure, extra ausgestattet für diesen Zweck, mimten heitere Bürgerlichkeit. Und der Chef der Delegation des Roten Kreuzes, ein junger Schweizer Arzt, ganze 29 Jahre, lautete seine Welterfahrung. Er sah am 23. Juni 1944 in Theresienstadt nur, was er sehen wollte. Er fiel auf die plumpe Täuschung herein und schrieb einen rosigen Bericht. Und weil die Inszenierung schon einmal stand, befahl der Kommandant, noch einen Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet, von dem Fragmente erhalten sind und der die Illusionen über Theresienstadt in die Nachwelt transportiert, eingeschlossen einen zynischen Titel, den dieser Film nie hat, unter dem er aber immer noch zitiert wird, der Führer schenkt dem Juden eine Stadt, soll dieser Film angeblich geheißen haben. Theresienstadt ist, auch das kommt darin auch zum Ausdruck, denn dieser Titel wird immer noch zitiert, wurde mir sogar vom renommierten Verlag als Titel meines Buches über Theresienstadt vorgeschlagen. Theresienstadt ist ein emblematischer Ort der europäischen Geschichte. Nirgendwo kam der Zynismus der Nationalsozialisten deutlicher zum Ausdruck. Bis heute hält sich aber das Bild des privilegierten Altersghettos für deutsche Juden, in dem vor allem musiziert, gedichtet und gemalt worden sei. Theresienstadt war aber Bestandteil des Programms der Endlösung, von Hunger, Elend und extremer Sterblichkeit geprägt. Das Ghetto war meist hoffnungslos überfüllt und immer wieder gingen Transporte in die Vernichtungslager im Osten.
Im Sommer 1943 waren 40.000 Menschen in der großen Festung zusammengepfercht. 40.000 Menschen in einem Ghetto, dessen Raum einst für maximal 5.000 Einwohner geplant war. Insgesamt wurden 141.000 Juden, vor allem aus der Tschechoslowakei, aus Deutschland und Österreich, aber auch aus den Niederlanden und Dänemark interniert. Überlebt haben von diesen 141.000 Menschen 23.000. Die Rote Armee befreite im Mai 1945 das Ghetto. In der kleinen Festung wurde jetzt das SS-Personal interniert. Dann diente die kleine Festung als Zwangsaufenthalt für die deutsche Zivilbevölkerung, als Zwischenstation der Vertreibung aus der wiedererrichteten Tschechoslowakei. Die 1942 evakuierten Bewohner Teresins kehrten ab 1946 in ihr Heimatstädtchen zurück. Das Städtchen wurde wieder Garnison. Dem Aufbruch als Gedenkort folgte aber der Verfall. Mit dem Abzug des Militärs Ende der 1990er Jahre begann der Niedergang. Weniger als 2000 Menschen leben heute noch in der Stadt. Die Kommune setzt auf einen Tourismus, der Liebhaber barocker Militärarchitektur anzieht oder Freunde eines alljährlich dargebotenen Spektakels in historischen Uniformen, das mit Schlachtenlärm, Pulverdampf und Marschmusik lockt. Eine vorbildliche Gedenkstätte kämpft an authentischen Orten wie der Magdeburger Kaserne, dem Krematorium, dem Ghetto-Museum um Aufmerksamkeit für die Rolle der Stadt als einer Station der Endlösung. Die Zukunft ist ungewiss, trotz der Empathie organisierter deutscher Freunde für die Erinnerungslandschaft Theresienstadt, trotz internationaler Projekte und ungeachtet investierter EU-Mittel für die Restaurierung der Bastionen oder für die Errichtung einer neuen Touristenattraktion, nämlich eines Artilleriemuseums. Erlauben Sie, dass ich Ihnen wie angekündigt an einem Schicksal die Lebensumstände, die Lebenserfahrung, die Tragödie Theresienstadt verdeutliche. Beate Jacobi war eine erfolgreiche Schriftstellerin. Renommierte deutsche Verlage publizierten ihre Kinder- und Jugendbücher. Eine treue Lesergemeinde scharte sich um die Autorin der Geschichten von der Wetterhexe Liesel, der Backfischerzählungen für die reifere Jugend, der Märchen in des Doktors Garten. Das war alles ziemlich altmodisch und so in der Tradition von Nesthäkchen, der damals bekanntesten jüdischen Kinderbuchautorin Else Uri. Unsere Autorin Beate Jacobi wurde 1878 in Leipzig geboren. Ihr Vater war der Komponist und Pianist Salomon Jadason, der sich auch als Autor musikpädagogischer Werke einen Namen gemacht hatte. Beate Jacobis Elternhaus war von Musik und humanistischer Bildung geprägt. Sie kam aus jener untergegangenen Welt, in der sich jüdische Kultur und deutscher Patriotismus für eine kurze Zeit vereinigt hatten. Seit 1901 lebte Else Jacobi in Berlin. Verheiratet war die Schriftstellerin mit dem Unternehmer Alfred Jacobi, der zunächst als Teilhaber, dann allein
eine Großhandelsfirma für Baumwollerzeugnisse betrieb. Als Schriftstellerin ist Beate Jacobi heute vollkommen vergessen und als Angehörige der Theresienstädter Zwangsgemeinschaft wollte sie anonym bleiben. Sie gab Anfang 1955 in London ihre Erlebnisse und Erfahrungen in Theresienstadt zu Protokoll, legte aber Wert darauf, ihre Identität nicht preiszugeben. In den Archiven existiert dieser Bericht als der einer unbekannten Insassin und es kostete einige Mühe, aus dem Stichwort "Ich war einst eine erfolgreiche Kinderbuchautorin" die wirkliche Identität Else Jacobis zu rekonstruieren. Der Deportation nach Theresienstadt ging die Erfahrung der Ausgrenzung und Entrechtung als deutsche Jüdin voraus. Publizieren durfte sie seit 1933 nicht mehr, da sie als Jüdin natürlich nicht Mitglied der Reichsschrifttumskammer sein konnte und damit Berufsverbot hatte. Ihre Bücher waren aber noch auf dem Markt, die Verlage druckten möglicherweise nicht ganz im Rahmen nationalsozialistischer Legalität, teilweise noch bis 1940 neue Auflagen. Und das Publikum fragte noch danach, und als die Bücher nicht mehr lieferbar waren, wendeten sich Interessenten an den Verlag. Eine Leserin aus Wien, die Witwe eines hohen Militärs, besaß nur den ersten Band einer Trilogie. Sie schrieb an den Verlag, ob man die Bände, die Folgebände nicht noch erwerben könnte. Der Verlag verwies an die Autorin und diese sandte die gewünschten Bücher aus ihrem privaten Besitz als Geschenk nach Wien. Sie erhielt dafür einen Dankesbrief, der mit der Grußformel "Heil Hitler" endete und die Versicherung enthielt, das Enkelkind, dem die Bücher zugedacht waren, habe sich über das Geschenk so besonders gefreut, weil es aus der Stadt gekommen sei, in der unser geliebter Führer wohne. Das Ehepaar Jacobi hatte in Berlin in komfortablen Verhältnissen im Grunewald gelebt. Das Haus gehörte jüdischen Freunden. Als es verkauft wurde, mussten Jacobis ausziehen. Sie zogen nach Halensee in die Wohnung eines Ehepaars, von dem der Mann jüdisch, die Frau christlich war. Nach dem Tod des Mannes mussten Jacobis die Wohnung verlassen und übersiedelten in die winzige Behausung der verwitweten Schwester Beate Jacobis. Den Lebensunterhalt bestritten sie mit der kleinen Summe, die sie monatlich von ihrem gesperrten Konto abheben durften. Die Vermögenswerte, Teppiche, antike Möbel, zwei Flügel, ein Steinway und ein Blüthner, hatten sie verkaufen müssen. Um 1937/38 liquidierte Alfred Jacobi seine Firma. Das Ehepaar dachte nun auch an Auswanderung. Der einzige Sohn lebte in Großbritannien. Für die Eltern, die die drohenden Gefahren für Juden lange unterschätzt hatten, war es 1938 jedoch schon zu spät. Christliche Freunde zeigten sich solidarisch, boten Unterstützung an, andere benahmen sich schändlich. Das war alltäglich. Im Spätsommer 1942 kam die Mitteilung, dass die Deportation des Ehepaars Jacobi bevorstehe. Ein Heimeinkaufsvertrag für Theresienstadt, das ihnen als netter kleiner Badeort geschildert worden war, wurde abgeschlossen. Zwei oder drei Tage vor der Abfahrt wurde das Ehepaar mit einem Lastauto abgeholt und ins Berliner Sammellager in der großen Hamburger Straße gebracht.
Der Transport 1/65 verließ am 14. September mit 1000 Personen in Personenwagen der Reichsbahn den Güterbahnhof Moabit an der Putlitzstraße. Um 6 Uhr früh am Morgen des 15. September 1942 kommt der Zug in Bauschowitz, dem Nachbarort von Theresienstadt, an. Den Reisenden wird geraten, den Weg nach Theresienstadt mit dem Handgepäck zu Fuß zurückzulegen, es sind ungefähr 3 Kilometer, um so den tragbaren Teil der Habe zu retten, der sonst der Transporthilfe zum Opfer falle. In der sogenannten Schleuse wird das große Gepäck konfisziert und allerlei aus dem Handgepäck beschlagnahmt. Als Notunterkunft dient dem Ehepaar Jacobi bis zum Dezember der Dachboden des Hauses Q314 zusammen mit zunächst 35 bis 40 anderen Personen schlafen sie auf dem Fußboden. Immerhin wird das Paar nicht sofort getrennt, wie es in den Monaten zuvor üblich gewesen war. Beate Jacobi ist bei der Ankunft in Theresienstadt 64 Jahre alt. Ihr Mann ist 2 Jahre älter. Damit unterliegen sie nicht mehr der Arbeitspflicht im Ghetto, sie melden sich aber freiwillig. Alfred Jacobi wird Schreiber im Gesundheitswesen im Ambulatorium in der Magdeburger Kaserne. Beate Jacobi arbeitet erst im Hausdienst, findet dann in der Unterabteilung Fürsorge im Gesundheitswesen eine wichtige Aufgabe. Sie betreut im Blindenheim eine Gruppe Blinder, führt sie auf Spaziergängen, liest ihnen vor, kümmert sich um deren Wohlbefinden, soweit das unter den gegebenen Umständen möglich ist. Und wir erfahren so nebenbei dabei, dass ungefähr 1200 blinde Menschen, in der Regel, die ihr Augenlicht in deutscher Uniform im Ersten Weltkrieg verloren haben, nach Theresienstadt deportiert worden sind. Im Januar 1943 wird das Ehepaar zur Deportation nach dem Osten, wie es heißt, bestimmt, bezieht Quartier in der Aussiger Kaserne, die als Schleuse dient. Nach einigen Tagen werden sie aber wieder von den Transportlisten gestrichen, ohne dass sie etwas dazu getan hätten. Die Juden aus Böhmen und Mähren waren noch vor den deutschen Juden zur Vernichtung bestimmt. Das rettete Deutsche wenigstens vorläufig. Das Leben in Theresienstadt war in immer wieder anderen, aber stets schlechteren Unterkünften entsetzlich genug. Die Schwierigkeiten des Alltags schildert Beate Jacobi in ihrem Bericht Erlebnisse einer deutschen Jüdin von 1955. Ich zitiere: Die elende Verpflegung stellte uns vor schwere Probleme, zumal mein Mann, nach außen hin stets beherrscht und mit gesammeltem Humor, immer kränklicher und schwächer wurde. Ich hatte es gewagt, 300 Mark ins Lager einzuschmuggeln, die ich zwischen doppelten Korsettstangen versteckt hatte, da ich erfahren hatte, dass Geld so verborgen auch bei einer Durchleuchtung nicht entdeckt würde. Mit diesem Betrag konnte ich von Zeit zu Zeit einen Laib Brot kaufen, dessen Preis allmählich teurer wurde. Er stieg von 12 auf 20, 40 bis 80 Mark. Außerdem vertauschte ich verschiedene Sachen aus dem verbleibenden Gepäck und schließlich auch unsere Eheringe gegen Brot. Für einen Ring bekam ich einen Laib Brot. Im Herbst 1943 hieß es einmal, dass wir Gesuche um die Freigabe von 3 Gegenständen aus unserem beschlagnahmten großen Gepäck stellen durften. Ich bat um einen Regenmantel, es waren 2 Mäntel, die unauffällig so zusammengenäht waren, dass sie einen vortäuschten,
die mitgebrachten Bücher, es handelte sich um mein Gebetbuch und einige meiner eigenen Kinderbücher und um einen Nähbeutel. Er enthielt einen Wollknäuel, der um eine Uhr gewickelt war. Die Herausgabe des Regenmantels wurde verweigert. Hingegen bekam ich die anderen Sachen und nun wurde auch die Uhr gegen Brot vertauscht. Der jüdische Funktionär der Kleiderkammer, der die Dinge verteilte, war so anständig, mir auf meine Bitten noch meinen Regenschirm und ein dünnes Seidenkleid, ich habe es noch heute, zu überlassen. Mehr wagte er nicht zu geben. Der körperliche Verfall Alfred Jacobis schreitet unaufhaltsam fort. Anfang 1943 wird er ins Krankenhaus im ehemaligen Grand Hotel eingeliefert. Der Kranke wird mehrfach verlegt, zuletzt ins Siechenheim, wo die hoffnungslosen Fälle auf ihr Ende warten. Dort stirbt Alfred Jacobi am 29. September 1943. Ein Jahr und zwei Wochen hat er in Theresienstadt gelebt. Bald nach dem Tod ihres Mannes erkrankt Beate Jacobi. Sie leidet an heftigen Fieberanfällen. Die Ärzte vermuten Typhus. Die Untersuchung im Zentralkrankenhaus in der Hohen Elber-Kaserne ergibt aber keinen Befund. Anfang Oktober 1943 bricht Beate Jacobi zusammen, wird spät abends ins Krankenhaus getragen. Etwa 8 Monate liegt sie dort. Nach einiger Zeit finden die Ärzte auch die richtige Diagnose, Nierenbeckenentzündung. Die Patientin ist voll des Lobes über die Ärzte und das Pflegepersonal. Ein junger tschechischer Arzt, der in seiner Freizeit als Schneider werkt, um die Hungerrationen aufzubessern, gibt sich besondere Mühe. Eines Tages erscheint der stellvertretende Chef des Theresienstädter Gesundheitswesens, der gefürchtete Dr. Metz, im Krankenhaus. Er muss entscheiden, welche Patienten in sogenannte häusliche Pflege entlassen werden, da die Krankenbetten dringend benötigt werden für die schweren Fälle. Als Dr. Metz am Bett von Beate Jacobi steht, erkennt sie ihren ehemaligen Berliner Hausarzt. Sie darf in der Klinik in einem ehemaligen Schulzimmer belegt mit 30 Kranken bleiben. Ende Mai 1944 wird sie entlassen, jedoch nicht wegen Genesung, sondern wegen der Auflösung des Krankenhauses. Im Zuge der Verschönerung des Ghettos für die Delegation des Roten Kreuzes soll das Gebäude wieder als Schule hergerichtet werden. Natürlich nicht, um Kinder zu unterrichten, vielmehr zur Täuschung der Kommission, die den Eindruck bekommen soll, es gäbe regelmäßigen Schulunterricht in Theresienstadt für Kinder. Bis zur Befreiung und darüber hinaus betätigt sich Beate Jacobi in der Fürsorge für Mitgefangene. Da sie nicht nach Berlin zurückkehren, sondern nach England auswandern will, wo ihr Sohn auf sie wartet, wird sie einem Transport nach Deggendorf in Niederbayern zugeteilt. Dort dient ein Lager für Displaced Persons als Wartesaal für Emigranten. Im Juli 1945 verlässt Beate Jacobi mit dem letzten von 3 Transporten Theresienstadt. Mit der Eisenbahn geht es direkt nach Deggendorf. Dort richten sich die Theresienstädter in einer verwahrlosten Kaserne ein, die sie ein wenig in Ordnung bringen. Die Verpflegung ist sehr gut, die Betreuung erfreulich. Aber dass das Lager Deggendorf mit Stacheldraht eingezäunt ist, dass man es nur mit einem Passierschein verlassen kann, irritiert die befreiten Juden erheblich. Auf ihren Protest wird die Bewachung aufgehoben. In Deggendorf erholt sich Beate Jacobi.
Sie wird Gehilfin in der Lagerapotheke, arbeitet an der Lagerzeitung mit und steigt zur Apothekerin auf, weil sie vertrauenswürdig ist und man bei ihr nicht befürchtet, dass sie Medikamente auf dem schwarzen Markt verkauft, wie es üblich ist. Ein Schicksalsschlag ist die Nachricht, dass der Sohn, der in London auf sie wartet, plötzlich gestorben ist. Ein Freund hält die Wohnung, die er für seine Mutter eingerichtet hat, weiter für Beate Jacobi bereit, aber sie kann nicht ausreisen, weil die Anforderung aus Großbritannien, die von einem engen Verwandten kommen muss, mit dem Tod des Sohnes erloschen ist. Zwei weitere Jahre harrt Beate Jacobi im Lager in Deggendorf aus, bis sie am 7. Juni 1947 nach England abreisen darf. Eine Schwägerin und ein Neffe hatten durch ihre Bürgschaft die ersehnte Auswanderung ermöglicht. Beate Jacobi war nicht die letzte Befreite aus Theresienstadt in Deggendorf. Als sie das DP-Camp verließ, lebten unter den Juden, die aus Polen stammten oder aus Ländern Osteuropas, die in nationalsozialistischen Konzentrationslagern gelitten hatten und die eine neue Heimat suchten, immer noch einige ehemalige Bewohner des Ghettos Theresienstadt. Ich habe Ihnen dieses zu Gehör gebracht, um damit auch die Illusion nicht weiterleben zu lassen, dass mit der Befreiung und der Abreise in eine irgendwie geartete imaginäre Heimat oder gar in die Rückkehr in die Heimatorte, die ja aber durch Demütigung, Misshandlung, Verrat durch Nachbarn und Freunde gekennzeichnet war, dass das nicht das Ende von Theresienstadt war, sondern dass sich an den erzwungenen Aufenthalt in diesem Lager noch eine lange Zeit des Hoffens, des Wartens oder anhaltender Verzweiflung anschlossen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.